Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind zurück bei der siegreichen Unopia. Sind dabei, unsere Flotte maximal auszuweiten. Und wir haben doch ein bisschen was zu tun. Als erstes müssen wir nochmal Forschungsschiffe losschicken. Wo bist du jetzt eigentlich? Dort in der Nähe. Sehr gut, dann können wir gleich mal hier weitermachen. In diesen beiden Systemen ist einiges zu tun. Dann lasse ich auch mal weiterlaufen und nebenbei mache ich Folgendes. Ich werde jetzt mal diese ganzen neu eroberten Systeme durchschauen und gucken, wie es hier aussieht mit der Raumhafenverbesserung. Aber da machen schon die Sektoren gute Arbeit. Dann werden wir hier noch ein bisschen eingreifen und ein bisschen was nachjustieren. Aber ansonsten checken wir das einfach nochmal. Wir kontrollieren sie sogar sozusagen auf diese Art und Weise. So, hier passiert aber zu wenig. Da müssen wir selber mal nachlegen. Und auch hier holen wir die Solarkollektoren hinterher. Mal gucken, ob wir ausreichend Mineralien für diese Aktion jetzt haben. Hier passiert auch nicht so viel. Okay. Das heißt, in den drei Systemen haben wir es. Das war kein Doppelsystem, ne? Hier war irgendwie so viel. Aber ich glaube, das ist okay. Gut, ich sehe übrigens gerade, hier ist noch irgendwie... Ja, hier macht der Sektor auch nichts. Da können wir noch eine Bergbaustation bauen. Handelsabkommen, das war irgendwas Geschenktes. Okay, gut, dann machen wir weiter. Gucken mal hier rein. Hier waren ja drei Systeme. Hier gibt es richtig was zu tun, aber sie sind auch schon bei Stufe 6 hier. Also der Sektor ist fleißig. Das kann ich nur unterstützen. Wisst ihr was, wir können auch gleich Observatorien hier durchaus auch hinterher hauen. Auch bei Stufe 6 schon. Wow, das klappt ja richtig gut. Okay. Dann ist hier noch Ladion. Der ist komplett ausgebaut. Ja, so wie es aussieht, sind wir dann eigentlich alle durch, wenn ich das richtig sehe. Und wir können hier unten aber noch was machen. Eine Bergbaustation bauen. Construction complete. Da oben, das haben wir nicht bekommen. Das war schon in unserer Hand. Nee, ich würde sagen, die Raumhäfen sind dann alles soweit im Plan. Okay, sehr gut. Trümmer analysiert. Bauform abgeschlossen. Schleier ist betretbar. Das ist ja sehr schön. Dann wollen wir das tun. Aber wo ich hier gerade die Kuratoren sehe, da können wir nämlich noch was machen. Wir können nochmal um Forschungsunterstützung bitten. Für 5000 Credits sollte das kein Problem sein. So, jetzt aber zum Schleier. Das letzte Mal war es ja richtig, richtig gut. Mal gucken, vielleicht setzt sich diese Phase fort. Es gibt eine Präsenz hier, die diesen gesamten Teil des Schleiers belegt. Wir sind schon früher auf Geister gestoßen, doch dies hier ist etwas anderes, etwas weitaus Mächtigeres, etwas viel Älteres. Oh mein Gott, wir haben erneut die Chance, mit dieser Präsenz zu kommunizieren. Wir hatten es, glaube ich, schon mal versucht und es ist immer gescheitert, glaube ich, ne? Die Präsenz scheint sich unser noch nicht bewusst zu sein, vielleicht schläft sie ja. Vielleicht sind wir einfach zu unwichtig, um von ihr bemerkt zu werden. Vielleicht sollten wir uns besser wieder entfernen. Nein, wir versuchen es. Bevor wir die Präsenz kontaktieren können, werden wir von ihr kontaktiert. Ihre Gedanken schlängeln und winden sich um die Gedanken unserer Telepathen. Feilschend, schmeichelnd. Sie ist das Instrument der Sehnsüchte und wird uns Reichtum, Macht, Prestige geben, all das, was wir uns immer gewünscht haben. Alles, was wir uns jemals wünschen werden. Und die Kosten dafür? Eine Kleinigkeit. Kaum mehr als ein Unkostenbeitrag. Sie will nur das Beste für uns. Sie wird uns helfen, uns führen und unsere Ambitionen und Träume in geeignete Bahnen lenken. Alles das, wenn wir sie nur in unsere Herzen aufnehmen. Sie ist zuversichtlich, dass wir zustimmen werden. Wie könnten wir diesem Vorschlag nicht zustimmen? Leute, jetzt kann man, also bei diesen Modifikatoren ahnt man ja, dass irgendwas ganz Schreckliches passieren muss.
Energieproduktion plus 25%, Mineralproduktion plus 25%, das ist ja der Hammer. Aber wir sind so beseelt davon, Nopia zu suchen und zu finden, das ist einfach zu verlockend, dass sie es sein könnte. Und natürlich würden wir sie in unsere Herzen lassen. Und jeder Preis ist doch gerechtfertigt, oder? Ist das Nopia? Wir machen es. Wir werden einen Pakt mit dem Instrument der Sehnsüchte schließen. Nein, das ist ein Scheißname. Mit Nopia schließen wir den Pakt. Wir lassen sie in unser Herz. Okay. Es ist getan. Wir haben einen Pakt mit Nopia geschlossen. Es dauert nicht lange, bis sich die Effekte bemerkbar machen. Es gibt Berichte von reichhaltigen Erzadern, die in unseren Minen entdeckt wurden. Kurz vor der Insolvenz stehende Unternehmen, die auf einmal wieder aufblühen. Seltenen und wertvollen Ressourcen, die auf Asteroiden gefunden werden. Die vorherigen Untersuchungen nach nur aus Eis und Stein bestehen. Anscheinend beginnt in unserem Reich ein goldenes Zeitalter von Reichtum und Wohlstand. Ganz so, wie es das Instrument, wie es Nopia versprochen hatte. Aber was war doch gleich der Preis, von dem es gesprochen hatte? Es ist bestimmt nichts Schlimmes. Würde ich auch sagen. Okay. Gut. Ja. Bestens. Plus 1000 verdienen wir. Hervorragend. Trümmer sind analysiert. Puh. Wartet mal. Wir hätten hier unbedingt noch... Halt. Das ist abgelaufen. Hier müssen wir noch hin. Das ist, glaube ich, dann das die letzten da oben. Okay, Leute. Plus 1000. Wir werden auf jeden Fall weiter mal hier bauen. Gut, ausgegeben. Puh, puh, puh. Ich bin ja gespannt, was der Preis sein wird. Ich bin sehr gespannt, Leute. Ob wir es erfahren. Erstmal treffen... es ist Frieden geschlossen worden. Hier hätten wir Flüchtlinge... Okay, von den Inari-Kolonien. Treffen ein. Fragen, ob sie nach Tibor dürfen. Sie sind absolut willkommen, aber vor allem... Was ist das für ein Krieg, der beendet wurde? Okay... Satelliten. Ah, Separatfrieden oder ist das der komplette Frieden? Die Union von Reak ist auf jeden Fall jetzt Teil der Archivisten. Sie sind komplett im Frieden. Das heißt, sie haben nur die Union angegriffen und waren mit den anderen aber automatisch mit im Krieg. Das heißt, der Union-Kartenmodus sieht jetzt so aus, die Union von Reak ist jetzt Teil. Der Helvan. Nicht die gesamte Heilige Liga, aber die Union von Reak ist natürlich jetzt ausgeschieden. Jetzt haben sie vermutlich erstmal einen Frieden mit der Heiligen Liga. Das heißt, es gibt eigentlich für die Helvan im Moment nur noch ein potenzielles Ziel. Hier, die Itztran. Tja, ja. Special Project complete. Was für ein Special Project? Ah, ist egal. Vermutlich eine dieser Forschung hier. So. Da. Oh, Bergmann-Mandat ist erfüllt. Sehr gut. Das bringt auch noch mal ordentlich Einfluss. Haben wir jetzt 936. So viel. Damit können wir im Moment gar nichts anfangen. So, die Konstruktionsschiffe sind auch egal. Construction complete. Ich gucke hier nochmal vorbei. Ja, ein bisschen was haben wir immer noch zum Ausbauen. Aber ansonsten haben wir jetzt einige Terraforming-Projekte. Wenn die abgeschlossen sind, können wir durchaus mal wieder Planeten hier abstoßen und neue quasi aufnehmen. Ne, das überbauen wir mit dem Forschungslabor. Und machen dann Upgrades. So, was ist jetzt nötiger? Tatsächlich Physikforschung. Debris analyzed.
Okay. Ich frage mich immer noch, was dieser Preis jetzt sein soll, den wir da zu zahlen haben. Noch ist nichts spürbar. Noch ist nichts spürbar. Noch profitieren wir in unerhörtem Maße davon, von diesem Modifikator. Ja, ich weiß übrigens, dass ich den Aufstiegsvorteil noch nicht genutzt habe. Wie gesagt, ich will so ein bisschen abwarten, ob wir hier noch eine bestimmte Entscheidung treffen, ob sich noch irgendwie eine Sache ergibt oder auch nicht. Für das, was wir im Kleinen hier vorhaben, brauchen wir das mit Sicherheit nicht. Und jetzt sind die Helvan zufrieden? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Construction complete. Da wird irgendwas kommen. So, 1100 von 1500. Gut, haben wir erstmal wieder alles ausgegeben. Flotte wächst und wächst. Wir können direkt mal gucken, wie stark sie jetzt ist. Sie ist auf 230.000 angewachsen. So, das ist eine Forschung, die wir nur nachgeholt haben. Jetzt ist die Frage, womit machen wir weiter? Die nächste Rumpfintegrität? Oder wir forschen auch das erstmal zu Ende, aber das bringt ja eigentlich gar nichts, ne? Ich meine, wir haben Kinetikwaffen dabei, ne? Lass uns das mal machen. Völlig okay. Gut, aber was war das für eine Drohung hier? Was war das für eine Drohung oder Andeutung, die uns da erreicht hat? Ich weiß es nicht. Also, wenn wir 100... wir kommen vielleicht auf ein bisschen über 300.000, wenn wir voll ausgebaut sind. Ich bin mir nicht sicher. Ich fürchte, das wird nicht unbedingt reichen. Falls wir es nochmal auf die Archivisten abgesehen haben. Das ist ja auch noch überhaupt so eine Frage. Ne? Ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist. Auf jeden Fall sind die Itztran jetzt noch die größten von den freien Fraktionen. Das können wir schon mal festhalten. Aber wenn die Helvan erstmal kommen, haben auch sie keine Chance. Sie haben einfach das Glück, dass sie genau am gegenüberliegenden Teil der Galaxis gewissermaßen siedeln. Tja, Leute, im Moment ist nicht viel los. Construction complete. Wir können mal spaßenshalber gucken, wie lange jetzt eigentlich der Waffenstillstand noch läuft. Noch 6 Jahre. So, wir haben schon wieder Ressourcenspeicher voll. Sehr schlecht. Wissenschaftler Stufe 4. Da müssen wir leider nochmal handeln einfach. Nochmal hin zur Händler-Enklave und wieder Credits kaufen. Nein, ich Idiot. Ich genau andersrum. Mineralien wollten wir kaufen. Oh, jetzt haben wir natürlich ein ganz übles Geschäft gemacht, aber Gott, wir haben es ja. Ja, sehr schön. Gut gemacht. So, Raumhafen schon wieder durch. Ihr könnt schon wieder ordentlich raushauen. Hier wird noch gearbeitet. Hier nicht. Ja. Und hier bauen wir auch direkt mal so viel Kreuze, wie wir uns noch leisten können. Ja, schon mal eben wieder 10.000 Mineralien rausgehauen. So. Wo ist denn hier Tibor?
Na, das ist im Sektor, okay. Würde sich das lohnen, sich das zu schnappen? Relativ groß. Jatro. Ja, gut. Oh, das ist jetzt cool. Der Psi-Sprungantrieb ist erforscht worden. Der Psi-Sprungantrieb nutzt die Psi-Energien der Besatzung, um das Schiff direkt durch das Realitätsgefüge zu zwingen. Dadurch können große Entfernungen quasi per Sprung überbrückt werden. Ja, sehr cool. Sehr, sehr, sehr gut. Schadensbonus Armeen, Trefferpunkte, ein Kernsektorsystem mehr. Ja, komm, machen wir das mal. Okay. Mein Handelsding ist ausgelaufen. Aber was macht unser Pakt mit Nopia? Kommt da noch was? Oder war das nur so eine komische, düstere Ahnung von irgendwelchen zurückgebliebenen, irgendwelchen Mystikern? Man weiß es nicht. Ja, der Mars ist auch nicht mehr so lang hin. Nun gut. Ich bin gespannt. Im Moment totaler Frieden, glaube ich. In der Galaxis nirgendwo tobt ein Krieg. Nee. Was machen die Helvan, fragen sich alle. Wo haben die eigentlich ihre Hauptflotte stehen? Ist sie das hier? Oh ja. Da können wir mal gucken. 74, 71 und 150.000 plus nochmal 250.000. Also sie bleiben bei dieser Flottenstärke so von etwa 350.000 mit überlegener Energie, Forschung, ne? Mit überlegener Technologie. Das heißt, wir werden vielleicht gerade so an ihre Flottenstärke rankommen, aber unsere Technologie ist einfach erbärmlich hinterher und wir können da kaum was gegen machen. 1179. Hm, 250.000, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir sogar doch noch eine größere Flotte zusammen als sie. Möglich ist es. Construction complete. Ist 1000 hier auch die Grenze? Tatsächlich. Wir müssen irgendwo ein bisschen Einfluss raushauen. Ich würde mal sagen, das machen wir mit Planeten erlassen. Kann man das irgendwie sortieren? Ach, sind die Habitate. Bradam. Da haben wir schon Produktionsziele. Nochmal zurück. Kratz. War das ausgelaufen? Hatten wir das erneuert? Das war ausgelaufen. Da müssen wir definitiv nochmal nachsetzen. Wo lohnt sich das noch? Sakrat mit plus 61 könnte man machen. Wenn wir jetzt so viel haben, würde ich sagen, könnte man das machen. Okay, wir gucken mal weiter. Coltrane mit 69. Wäre noch der letzte mögliche Ort. Gut. So. Die Istran hatten ja Krieg geführt gegen die Sintomore. Der Krieg ist auch durch. Und die Istran sind in die Heilige Liga der freien Welten eingetreten. Damit sind sie nicht mehr unabhängig. Oh, das ist ja eine interessante Entwicklung. Das heißt, wenn die Helvan einen weiteren Krieg führen, dann erneut gegen die gesamte Heilige Liga. In der jetzt aber, wie gesagt, die Istran mitmachen, die gar nicht so schlecht sind. Tja. Okay, Leute.
Eigentlich wollte ich jetzt hier eine Entscheidung treffen, an dieser Stelle, letzte Folge dieser Staffel, ob wir uns angesichts der Tatsache, dass hier keine Endgame-Krise offenbar kommt, ob wir uns jetzt mit dieser Situation zufrieden geben oder ob wir nochmal auf einen langwierigen Freiheitskampf hinsteuern. Aber wir hatten diese Quest eben, oder wir hatten dieses Ereignis mit Nopia, die wir getroffen haben und die uns gewissermaßen, so glauben wir zumindest, gesegnet hat oder mit der wir einen Pakt geschlossen haben. Und da gab es aber diese mysteriösen Andeutungen. Und ehrlich gesagt, das würde ich schon gerne nochmal unbedingt sehen, was da passiert. Insofern werde ich also doch nochmal in eine nächste Staffel gehen und tja, mal gucken, ob sich daraus was ergibt. Ansonsten gibt's meines Erachtens, wenn man wirklich jetzt weitermachen will, nur eine pragmatische Lösung. Man bereitet sich auf den Krieg, den nächsten gegen die Inaris vor. Der läuft noch ja, bis 2428. Ist das gar nicht weniger geworden? Wie auch immer, auf diesen Krieg bereitet man sich vor und versucht dann hier so viel wie möglich zu erobern. Und jede Eroberung macht uns stärker, so dass wir am Ende, wenn wir immer weiter Flotten bauen, vielleicht mit der eigenen Flotte die Helvan besiegen können, um uns unsere Unabhängigkeit zurückzuholen und dann wieder hoffentlich in die Heilige Liga aufgenommen zu werden. Das ist so ein bisschen, wäre noch eine Idee, was man machen könnte. Aber wie gesagt, ich will das jetzt auch noch einfach jetzt nicht entscheiden, sondern wirklich jetzt abhängig machen von dem weiteren Verlauf mit diesem gravierenden Versprechen, was wir hier und diesem gravierenden Pakt, den wir eingegangen sind. Das ist echt, puh, hab ich noch nie gesehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da womöglich noch auf uns wartet. Also, bis zur nächsten Staffel. Doch noch. Macht's gut, euer Steinwallen.